Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute haben wir eine Besonderheit und zwar weiß ich gar nicht, worum es geht. Ich habe den Nils heute zu Gast, der mich mit einem besonderen Thema überraschen möchte. Wir haben uns im Vorfeld extra nicht abgesprochen, damit die Fragen nicht schon vorbereitet sein können. Ich bin total gespannt, was du da vorbereitet hast, aber erstmal herzlich willkommen, Nils. Ja, danke, dass ich meiner eigenen Einladung folgen durfte. Ja, ich freue mich hier zu sein und ich habe mir das Thema rausgesucht, Kommunikation. Und ich habe mir halt schon Gedanken gemacht, weil Kommunikation ist nicht so gut platziert jetzt in deinem Podcast vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es doch ganz gut reinpasst in die heutige Zeit und habe auch so ein paar Fragen vorbereitet, die ich vielleicht mal an dich stelle. Vielleicht ganz interessant für die Zuhörerschaft, Zuschauerschaft. Und ja, würde mich freuen, wenn wir diesen philosophischen Podcast starten. Ja, los geht's. Dann übergebe ich aber die Moderation, glaube ich, heute mal an dich, weil ich denke, du kannst uns dann ein bisschen durchs Programm führen. Genau. Also, ich glaube, das Thema Kommunikation wird überall viel zu wenig beliebäugelt und gewertschätzt. Warum meine ich das? Also, ich selber vielleicht ganz kurz dazu. Komme ja eigentlich aus der Lehre. Ich bin Medizinpädagoge und unterrichte an einer Gesundheitsfachschule. Und mir fällt immer wieder auf, dass das Thema Kommunikation, ja, einfach nicht gerne unterrichtet wird und auch von den Schülern und Schülerinnen sehr ungern wahrgenommen wird. Oh, schon wieder Kommunikation. Vielleicht kennst du es selber noch, Schulz von Thun, Vier-Ohren-Modell und diese ganzen Sachen, die ganz weit entfernt sind, oder die Axiome nach Watzlawick. Erstes Axiom, man kann nicht kommunizieren. Mhm. Wenn das die Schüler hören, denken, ja, okay, was stellst du dir darunter vor? Man kann nicht kommunizieren. Erzähl mal. Also ich würde behaupten, dass ich in Kommunikation schon ein bisschen ausgebildet bin und ich würde auch den Bezug zur Immobilie da sehen. Wenn du mich jetzt ansprichst und sagst, wie können wir nicht kommunizieren? Ja, sobald wir in irgendeiner Art und Weise miteinander zusammen sind, auch wenn wir nicht miteinander sprechen, haben wir unsere Körpersprache, die kommuniziert. Mhm. Und auch etwas nicht zu kommentieren ist ja eine Art und Weise der Kommunikation. Also auf jeden Fall sende ich Signale in irgendeiner Art und Weise. Genau. Also ich mache das mit den Schülern und Schülerinnen gerne so, wenn ich die noch nie im Unterricht hatte, dass ich reinkomme und ich meine, die Leute, die jetzt das Ganze nicht als Podcast verfolgen, sondern hier im YouTube-Format unterwegs sind, sehen ja auch, ich bin jetzt vielleicht nicht der typische Lehrer, wenn ich so vor die Klasse trete, aber ich treibe das dann auch auf die Spitze, ich male mir Gesichtstattoos oder nehme noch Piercings rein und komme dann rein und sage, boah, ich stink's aber, mach mal das Fenster auf, leg dann die Füße auf den Tisch, telefonier schön und dann sind die total verdutzt, weil sie einfach nicht so einen Lehrer erwartet haben. Oder ich komme rein und sage, okay, wir schreiben jetzt einen Test, ihr kennt mich noch nicht, wer den Test nicht besteht, der ist sowieso schon mal raus und kann sich abmelden. Die Erwartungshaltung von jedem Einzelnen ist halt immer unterschiedlich und die musst du eigentlich abrufen können als Lehrer, aber eben auch in Bezug zur Immobilie, um da jetzt mal den Bogen zu schlagen. Ich weiß nicht, fällt dir eine Situation ein, ich würde gleich noch eine beifügen, wo du sagst, da war Kommunikation total ultra wichtig in dem Moment, sei es mit einem Makler, sei es vielleicht mit einem Verkäufer. Ja, also Kommunikation im Immobilieninvestment ist an jeder Stelle wichtig. Und tatsächlich finde ich, es gibt es ganz viele verschiedene Bereiche in diesem Prozess, wo ich dir jetzt vermutlich einen ganzen Vortrag zu halten könnte. Ich versuche mich jetzt zurückzuhalten, aber also ich sag mal, allein in dem Ankaufsprozess, wenn ich mit dem Verkäufer und dem Makler kommuniziere, klar, das ist entscheidend für das, was ich am Ende als Ergebnis habe, also welchen Kaufpreis ich erzielen kann. Ich würde aber genauso behaupten, dass hinterher, wenn ich das Objekt schon im Bestand habe und es um Themen geht wie Mieterhöhungen oder Neuvermietungen, da spielt Kommunikation, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, eine extrem wichtige Rolle. Mhm. Kannst du, also ich bring vielleicht mal mein Beispiel. Mhm. Ich finde das sehr gut. Du erwähnst schon eben, dass es ganz viele Facetten hat. Aber das Beispiel, das ich hatte, als ich das erste Mehrfamilienhaus gekauft habe, die Verkäuferin saß da, eine ältere Dame, und war total gebrochen eigentlich, weil sie das Haus verkaufen soll. Und die ganzen potenziellen Käufer durchgelaufen sind und haben eben gesagt, was sie alles abreißen würden. Ich glaube, so ähnlich hatte ich das im ersten Podcast auch schon mal erwähnt, aber eben nicht unter diesem Blickpunkt der Kommunikation. In dem Moment auch abzurufen, wer sitzt denn da, ist total wichtig, um die, ja, einmal fürs eigene Karma natürlich, aber am Ende des Tages auch, um vielleicht den Deal zu machen. Ich habe sie halt erstmal gefragt, wo geht's denn für sie überhaupt hin? Sie wollen das Haus verkaufen, haben sie schon eine Perspektive? Und das fällt ihnen ja auch nicht leicht. Wie lange haben sie jetzt das Haus? Bin mit ihr ins Gespräch gekommen und einfach aufgrund dessen hat sie es hinterher auch mir verkauft für einen besseren Kurs, weil sie sagt, ich habe es lieber
ja, in richtigen Händen und weiß eben, was mit der Immobilie passiert. Jetzt noch die Frage an dich. Du hast das in einem Podcast erwähnt, als es darum ging, bei der Wohnungsbesichtigung oder eben Immobilienbesichtigung, um auch mal kurz einzuschmeißen, dass ich deine Podcasts verfolge. Hervorragend. Nicht nur Teilnehmer des Podcasts, sondern auch Zuhörer, die mag ich am liebsten. Ja, ich muss ja gucken, mit welcher Materie ich mich hier jetzt umgebe. Du hast gesagt, dass du immer den Verkäufer fragst, warum er verkauft. Hast es aber im Nachgang eigentlich nicht ausgeführt, warum du das fragst. Warum fragst du das den Verkäufer? Weil das für meine Verhandlungssituation einer der wichtigsten Punkte ist. Also wenn ich das Motiv kenne, warum der Verkäufer seine Immobilie verkaufen möchte, dann weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Ich mache mal als Beispiel, wenn ich der Verkäufer einer Immobilie bin, dann werde ich eine größtmögliche Gewinnerzielungsabsicht damit verfolgen. Also das bedeutet, ich habe ein Objekt in der Vergangenheit optimiert, habe die Mieten gesteigert und möchte jetzt beispielsweise nach 10 Jahren Haltedauer möglichst hohen Gewinn erreichen mit dem Verkauf meiner Immobilie. Wenn ich einen Verkäufer habe, der aber ein anderes Motiv hat, zum Beispiel ist eine Erbschaftsimmobilie da oder die Immobilie ist schlecht bewirtschaftet, dann hat dieserjenige nicht so wie ich als Verkäufer, ich möchte möglichst viel Gewinn erwirtschaften, sondern dieserjenige hat eine Herausforderung vor der Brust, die er selbst anscheinend nicht lösen kann. Er muss Steuern zahlen oder er hat verwaltungstechnische Probleme, dass er mit den Mietern nicht zurechtkommt. Und da liegt sein Fokus. Das heißt, wenn ich vorher weiß, welches Motiv der Verkäufer hat, seine Immobilie zu veräußern, kann ich meine Kommunikation auf die Situation ausrichten, um ihn genau zu suggerieren, dass ich für diese Probleme, die er da vor der Brust hat, die passenden Lösungen habe. Und dann spielt der Preis gar nicht mehr so die Rolle, sondern es geht ja eher darum, die Probleme zu lösen. Jetzt ist das Ganze aber doch auch sehr wirtschaftlich. Hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass du vielleicht bei einem deiner ersten Immobilien, ich meine, ja, du bist jetzt schon einen Schritt weiter und ich hatte das Glück, letztes Mal eine Besichtigung mit dir zusammen zu haben, weil ich dich als Fachmann gern dabei gehabt habe. Und da habe ich dir hinterher gesagt, boah, ich habe mich jetzt einfach so angezogen, wie ich aussehe. Und ich sage, hätte ich mich vielleicht anders anziehen müssen? Du hast ein ganz anderes Erscheinungsbild in dem Moment. Obwohl ich aus der Kommunikation komme, war ich in dem Moment unsicher. Wenn ich vor Schülern stehe, da denke ich, okay, das kann ich alles, das ist mein sicheres Gebiet. Bin ich aber in dem Moment, in dieser Situation, war ich mir sehr unsicher. Und du meintest, nee, sei doch einfach authentisch. Wie war es denn, wenn du mal an dich zurückdenkst, von deiner ersten Immobilie, wo du vielleicht den Verkäufer oder die Verkäuferin getroffen hast, zu heute, wenn du einen Besichtigungstermin hast? Ja, also tatsächlich bin ich grundsätzlich erstmal der Meinung, man sollte immer authentisch sein, weil das Problem ist, wenn ich mich verstelle, dann drücke ich das über meine Körpersprache oder auch über meine Art und Weise der Kommunikation aus. Ich meine, ich sitze jetzt hier auch nicht im dreiteiligen Anzug. Damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da war das Voraussetzung, man musste immer eine Krawatte tragen und ich habe mich jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden zusammengesessen habe, verkleidet gefühlt. Und genau das Gleiche habe ich auch, wenn ich eine Immobilie besichtige. Ich finde, man sollte sich nicht verstellen, sondern man sollte schon authentisch bleiben. Jetzt kommt das Aber. Natürlich hinterlasse ich in dem Moment ja auch einen Eindruck beim Verkäufer. Und wenn ich jetzt, also ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, so bist du nicht rumgelaufen, also so wie du jetzt gerade hier sitzt, so warst du auch in der Besichtigung, so habe ich dich da zumindest wahrgenommen. Du hattest jetzt auch keinen Anzug an, sondern ne, du bist so, wie du jetzt gerade bist, dahingegangen. An der Stelle, finde ich, ist es wichtiger, mit A, Sympathie zu punkten und Authentizität und auf der anderen Seite aber trotzdem verbindlich zu sein. Also das ist ja auch etwas, was ich in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt habe, warum es wichtig ist, verbindlich zu sein. Und wenn ich das durch meine Art und Weise der Kommunikation dem Verkäufer glaubhaft machen kann, ich glaube, dann ergibt sich ein besseres Gesamtbild, als wenn ich da in einem dreiteiligen Anzug stehe, irgendwelche Geschichten erzähle, wo der Verkäufer sofort raushört, dass es sich um einen Blender handelt. Ne? Also ich würde behaupten, dass ich das mittlerweile auch selber ganz gut erkennen kann, ob jemand authentisch und echt ist oder ob mir da gerade jemand irgendetwas vorspielt. Deswegen, wie hat sich das entwickelt bei mir? Als ich damals die ersten Immobilien besichtigt habe, habe ich auch meine Erfahrungswerte gesammelt. Also da würde ich jetzt auch behaupten, dass ich da eine ganze Menge Fehler gemacht habe. Man hat aber durch die Anzahl der Besichtigungstermine, also ich habe schon einige Immobilien in meinem Leben mittlerweile besichtigt, habe ich jedes Mal für mich Lehren rausgezogen. Und diese Lehren sind im Prinzip das, was ich
was ich auch heute versuche weiterzugeben, warum man verbindlich kommunizieren sollte, weil alle diese Fehler habe ich in der Vergangenheit machen dürfen. Und deswegen, es gibt so das in meinen Augen perfekte Bild irgendwie, ne? Wo du authentisch zum Termin gehst, wo du verbindlich bist, wo du dem Verkäufer im Prinzip aufgrund deiner Kommunikation auf deiner Seite ziehen kannst. Aber man wird sich nie zu 100% perfekt verhalten können. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Weil denjenigen, den wir da gerade gegenüber haben, treffen wir jetzt gerade das erste Mal und müssen uns in dem Moment auf die Situation einstellen. Es kann ja auch sein, dass du zu jemandem kommst, der dich so wahrnimmt und sagt, okay, wir besichtigen hier gerade ein Objekt, kann der sich das überhaupt leisten? So, und da finde ich, das ist der Punkt, was ich damit meinte, dass man verbindlich sein muss, dann kann man ja auch mit anderen Punkten das unterstreichen. Eine Finanzierungsbestätigung, ein Finanzierungszertifikat zumindest. Oder habe ich auch am Anfang angefangen einzusammeln, nachdem ich die ersten Objekte gekauft habe, Käuferzertifikate. Also das heißt, ich habe eine Immobilie von dir gekauft und am Ende des Prozesses bitte ich dich darum, mir eine Art Feedback-Schreiben auszuhändigen, wie du den Kaufprozess mit mir empfunden hast. Auch das kann ich ja als Referenz nutzen, um dem Verkäufer der Immobilie hier zu zeigen, dass ich ein zuverlässiger Partner bin. Und das spielt ja alles damit rein. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt. Nein, das ist mega. Also ich habe mir so ein paar Stichpunkte ja nur gemacht, weil ich eben finde, dieses Thema ist total, ja, so ein Butterfly-Effekt-artig. Man macht das einmal auf und es hat so viele Facetten, dass es einfach total schwierig ist, da jetzt auch einen Leitfaden für dieses Gespräch zu finden. Ich habe mir eigentlich genau das erhofft, dass du einfach mal anfängst loszuquatschen und wir in eine gute Diskussion kommen. Weil eine nächste Frage, die ich mir gestellt habe, du hast es gerade erwähnt, dass du daraus ja auch gelernt hast aus jeder Besichtigung. Wann hast du das letzte Mal aktiv vielleicht eine Fortbildung besucht, also in Bildung investiert? Wir sind ja im Immobilien- und Investment-Podcast, also geht es auch um Bildung. Wann hast du das letzte Mal in Bildung investiert im Bereich Kommunikation? Ja, wann habe ich mich das letzte Mal mit dem Thema Kommunikation beschäftigt? Oder ich nenne das ja auch gerne Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört für mich das Thema Kommunikation. Und ich würde behaupten, dass ich da sehr, sehr viel Wert drauf lege. Also mal abgesehen davon, dass ich jede Menge Bücher gerne lese. Ich habe mir angewöhnt, eine Routine für mich einzuführen, dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, mindestens 10 Seiten von einem Buch lese. Und das auch, also ich trinke auch ganz gerne mal am Wochenende ein Bierchen. Und selbst wenn ich da nach Hause komme und dann vielleicht vom Feiern irgendwie gekommen bin, dann versuche ich, trotzdem diese 10 Seiten durchzuziehen. Es gibt da diese 1%-Methode, jeden Tag 1% besser. Das spielt da alles für mich mit rein. Das heißt also, ich betreibe da für mich diese Weiterbildung eigentlich jeden Tag in Form von Bücherlesen, Podcasts hören, YouTube-Videos schauen. Und ich versuche das in meinen Alltag zu integrieren. Also das sind die Dinge, die man auch ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, für sich immer umsetzen kann. Und das ist auch, finde ich, wenn wir über das Thema Investment sprechen, es gibt keine Rendite, die so hoch ist, wie die Rendite, die du in dich als Persönlichkeit investierst. Weil wenn du einmal gelernt hast, also es gibt ein ganz tolles, eine ganz tolle Weiterbildung zum Thema Verhandlung. Wenn du, ich sag mal, ein sehr guter Verhandler wirst, das wird dich in deinem Leben in ganz vielen Situationen immer wieder weiterbringen. Also nicht nur in einer Immobilienverhandlung, sondern Verhandlungen gibt es immer wieder. Selbst wenn du mit deinen Kindern kommunizierst, sind das Verhandlungen, die du da führst. Und deshalb, also das ist jetzt ein Beispiel, aber Weiterbildung ist die beste Rendite und bringt die langfristigsten Erfolge mit sich. Und deshalb lege ich da sehr viel Wert drauf. Zusätzlich zu diesen Themen, dass ich im Alltag diese Themen integriert habe, mache ich jedes Jahr 2 Spezialfortbildungen. Also da ist es immer so, dass ich das gerade davon abhängig mache, welche Herausforderungen ich gerade vor der Brust habe. Das kann auf der einen Seite im Unternehmensbereich sein, es kann aber auch im privaten Bereich irgendwie sein. Aber ich versuche mir 2 Events quasi rauszusuchen, wo ich extern als Teilnehmer hinfahre und diese 2 Events im Jahr für mich zu bestimmen. Das mache ich meistens am Jahresende, ne, dass ich gucke, okay, wo stehe ich gerade, reflektiere einmal, wie ich gerade aufgestellt bin und wo sind gerade meine größten Herausforderungen und dann versuche ich fürs kommende Jahr mir 2 Spezialisten rauszusuchen. Also ganz bewusst auch, ich sage jetzt mal, Leute, die in diesem Bereich deutlich weiter sind als ich, weil dann kann ich am meisten lernen und im Idealfall in diesem Spezialgebiet auch nochmal spezialisiert sind. Also der Spezialisten, der Spezialist der Spezialisten sozusagen. Also die absolute Wissensvertiefung hinterher. Genau. Ja. Und das dann 2-mal im Jahr. Okay, letzte, um nochmal konkreter zu werden, letzte Fortbildung, wo du sagst, das war aktiv mit Kommunikation besetzt? Das war dieses Jahr noch im
ich glaube, August oder September. Also wir haben jetzt gerade Dezember und das war dieses Jahr im August oder September, bin ich dort gewesen. Da ging es um die Persönlichkeitstypen, Diskmodell, also Farbstruktogramm, kennt vielleicht der ein oder andere. Mhm. Und das in Bezug auf Mitarbeiterkommunikation. Also dass den Grünen den Hulk der Gerechtigkeit mag. Ja, und diese Sachen, genau. Ja? Der Blau, Rote, Gelbe, genau, ja. Genau. Und das aber auch wieder, jetzt das Diskmodell kannst du ja auch in allen Bereichen verwenden. Wir haben es aber für das Thema Mitarbeiterkommunikation genutzt. Also welcher Mitarbeiter ist in welcher Position mit welchem Persönlichkeitstypus am besten aufgehoben? Also es war auch schon wieder ein Spezialthema. Ja. Ja, mega gut. Also ich habe mir auch gewünscht, dass wir diesen Podcast genauso führen oder das Video, weil ich eben auch das transparent machen möchte. Ich finde, du gibst so viele Informationen preis, super wertvolle Informationen, aber das kam immer so, ja, beiläufig. Und ich kann auch mal sagen, ja, ich habe da auch schon sehr von profitiert, von dem, was du hier aufgebaut hast. Und man erkennt ja auch, also das klingt jetzt hier wie Lobhudelei, aber ich finde, das kann man auch mal hervorheben, weil es ja einfach auch ein riesiger Akt ist, sowas aufzubauen, das auch mit Arbeit verbunden ist. Und deswegen, ja, würde ich das ganz gerne noch unterstreichen mit eben dem Thema Bildung. Dankeschön. Weil ich glaube, nur davon lebt das Ganze. Was ich noch interessant finde, ist so, wie sich das entwickelt hat. Am Anfang haben wir gerade schon mal durch Zufall darüber gesprochen, so wie sich die Videos entwickeln, ne? Und jeder, der dich schon länger verfolgt, sieht eben, dass da durchaus immer wieder was Neues zukommt. Also es bleibt spannend und immer wieder angepasst auf die heutige Generation. Wie schaffst du es, Reflexionsvermögen hier in eurer Kanzlei aufrechtzuerhalten? Oder wie baut ihr das ein, Reflexion, das Thema? Weil das ist ja wichtig, um ja einfach eine stetige Verbesserung herbeizuführen. Boah, das ist eine super spannende Frage. Kann ich also gerne, ich habe mich ja nicht darauf vorbereitet, deswegen ich hau das jetzt einfach gerade raus. Genau, ich hau das einfach gerade raus, wie das bei uns funktioniert. Also Situation Nummer eins, ich habe mich im Vorfeld coachen lassen von einem Marketing-Experten. Vielen Dank an Philipp nochmal für all das, was du hier aufgebaut hast, weil das einfach nicht mein Bereich war. Also das heißt, Marketing ist in der Vergangenheit für mich ein komplett neues Thema gewesen, weil ich das nie betrieben habe. Und ich habe immer gedacht, damals war ich ja noch als Finanzdienstleister unterwegs, über Empfehlungen funktioniert das Ganze, aber es gibt doch niemanden, der morgens die Zeitung aufschlägt und sagt, ich möchte jetzt eine Versicherung abschließen. Also habe ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Aber unsere Zeit hat sich ja so ein bisschen verändert und mittlerweile funktioniert das Marketing, finde ich, auch in allen Bereichen. Und ich sehe es ja selber auch, dass dieser Podcast dazu führt, dass wir regelmäßig neue Kundenanfragen kriegen dürfen, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Und wie gesagt, das beruht alles auf einem sehr, sehr intensiven Coaching, was ich mit dem Philipp gehabt habe, der mir so die Prozesse erklärt hat, wie das ganze Thema überhaupt funktioniert. Und ein Teil dieses Prozesses ist im Prinzip, dass wir reflektieren, welche Dinge funktionieren und welche Dinge nicht. Also wir haben am Anfang angefangen, Reels zu machen, die mit Sicherheit vom Schnitt, von der Belichtung, von der Tonqualität noch anders waren, als sie heute sind. Und ich würde auch sagen, heute sind wir zwar besser ausgestattet als am Anfang, aber auch da gibt es immer weiter einen stetigen Verbesserungsprozess. Und wir haben im Prinzip aufgelistet, welche Postings, welche Videos haben wir rausgegeben und wie ist die Reaktion darauf gewesen? Welche Dinge wurden viel geschaut? Welche Dinge hatten viele Kommentare? Welche Dinge wurden oft geteilt und welche Dinge halt nicht? Mhm. Und aus diesen Erkenntnissen im Prinzip ziehen wir unsere Schlussfolgerungen, welche Dinge wir in Zukunft mehr machen und welche Dinge weniger. Und das findet in einer regelmäßigen Feedback-Schleife statt. Wir haben dafür bei uns den Montag hier, wo wir unseren Wochenbesprechungstag haben. Und ein Agendapunkt dabei ist das Marketing. Und da schauen wir halt, wie die Dinge, die wir jetzt neu produziert haben, gewirkt haben, welche Rückmeldungen wir dazu bekommen haben oder halt aus direkten Gesprächen auch, ne? Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die geben mir ein direktes Feedback, fließt das da natürlich auch mit ein. Zeitumfang, den ihr also die Woche damit verbringt? Also Team-Meeting, weil das ist ja komplett eigentlich Kommunikation. Ihr tauscht euch aus. Ja, also das sind mindestens 2 Stunden die Woche, die jetzt im Team dann miteinander verbracht werden. Und dann, ich habe ja mittlerweile 3 Abteilungen aufgebaut, also einmal den Baufinanzierungsbereich, einmal Immobilienmaklerbereich, einmal Versicherungsbereich. Da gibt es auch pro Abteilung nochmal 2 Meetings die Woche, a eine Stunde. Okay, also dir ist das bewusst, was in vielen Unternehmen vielleicht noch nicht so der Fall ist, wenn man sich mal größere Unternehmen anschaut, dass eben die Kommunikation des Teams, die Reflexionsfähigkeit, der Austausch eigentlich unabdingbar ist für eine stetige Verbesserung der Arbeitsabläufe und somit auch für eine Verbesserung des Arbeitsklimas. Ich weiß nicht, ob du Kim Oliver-Tietze kennst.
Nee. Ist kollegiale Beratung, ist auch ein Teil, was ich unterrichten muss oder ein Fach, was ich unterrichten muss und wo die Schüler und Schülerinnen immer sagen, oh Gott, jetzt wird es langweilig. Interessant ist, Kim Oliver Tietze hat da einfach verschiedene Methoden, wie er eben zur kollegialen Beratung anrät, wie Kollegen untereinander sich absprechen sollten. Und da gibt es zum Beispiel die Kopfstand-Brainstorming-Methode. Also mein Chef ist immer wieder knatschig auf mich und dann suche ich nicht nach einer Lösung, sondern ich frage mich, was muss ich machen, damit mein Chef noch knatschiger ist auf mich. Also ich versuche, mein Denken aus einer anderen Perspektive einzunehmen. Die machen das dann auch teilweise aktiv mit, komm, wir tauschen mal die Plätze, jetzt bin ich Chef und du bist Mitarbeiter. Und er hat das in seiner eigenen Doktorarbeit untersucht, sein erstelltes Konzept, und hat festgestellt, es bringt nichts für konkrete Lösungsansätze in einem Team. Okay. Hat aber herausgefunden, dass eben die Soft Skills der Mitarbeiter dauerhaft verbessert werden, was dazu führt, weniger Krankschreibungen, besseres Arbeitsklima, höhere Produktivität und so weiter. Und ich finde, das ist einfach super interessant, wenn man den Schülern und Schülerinnen oder eben ihr in einem Unternehmen als Bildung, Investition, du bringst Zeit auf, wenn man sich mal alle Mitarbeiterstundenlohn zusammenzieht, wie viele Stunden du pro Woche damit aufbringst, dann ist das ein geldwerter Faktor, den du aber investierst. Und ich finde, das muss man einfach mal sehen, dass dich das eben auch so weit nach vorne gebracht hat. Auf jeden Fall. Also wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil da, also das, was du gerade beschrieben hast, habe ich in einem anderen Coaching aus Sicht der Teamresilienz erfahren. Also das ist bei mir der Ansporn gewesen. Ich wusste vorher gar nicht, was Resilienz überhaupt bedeutet. Und dann auch noch Teamresilienz, also Unternehmensresilienz im Prinzip zu kreieren. Für die Leute, für die das Wort auch neu ist, ist es im Prinzip ein Energiebringer innerhalb des Unternehmens. Also wenn man sich das Unternehmen wie eine Batterie vorstellt, dann gibt es Dinge, die dem Unternehmen Energie abziehen. Also das sind stressige Phasen beispielsweise, also wo viel Arbeitsaufkommen da ist. Und es gibt Dinge, die dem Team insgesamt wieder Energie zuführen. Also wie das Ladegerät am Akku, ne, was dann angesteckt wird und dafür sorgt, dass das Team wieder mit Energie gefüllt wird. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier im Team versuchen, das so umzusetzen, dass man nicht nur Energie rauszieht, sondern auch regelmäßig dafür sorgt, dass wieder neue Energie mit reinbringt. Und das sind jetzt nicht nur die Team-Events, wo du irgendwie zusammen was trinken gehst oder feiern gehst, was wir auch machen, sondern ich finde, dazu gehört auch ein Großteil Kommunikation, also gehört zu werden und Dinge, die, also ich sage mal, mit steigender Mitarbeiteranzahl hast du nicht immer überall deine Augen und Ohren. Das funktioniert irgendwann nicht mehr, weil du ja nicht so tief drin bist. Mhm. Aber wenn du diese Gespräche nicht zwischendurch führst, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich lasse mich auch gerne eines Besseren noch belehren, aber meine Wahrnehmung ist, dass du dann nicht die Signale erkennst, wenn irgendwo Unzufriedenheiten entstehen. Also durch diesen stetigen Austausch erkenne ich sofort mit der einzelnen Abteilung, wo gerade Bedarf ist, wo vielleicht nochmal was nachgelegt werden muss. Und das würde vollkommen verloren gehen, wenn man dazwischen zu viel Zeit lässt. So habe ich es in der Vergangenheit gemacht. Ne? Da hat man einmal im Monat zusammengesessen. Da war für mich aber der Zeitraum viel zu groß dazwischen, in der sich diese Unzufriedenheit aufbaut und dann zu schlechteren Arbeitsergebnissen führt. Müssen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv auf dich zukommen? Oder würdest du sagen, du kennst deine Mitarbeiter so gut, dass du das von dir aus erkennst, wenn irgendwas nicht rund läuft? Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich dafür nicht so sensibel bin. Also ich bin ziemlich fokussiert in meinem Arbeitstag und ganz oft Dinge, die mich nicht direkt betreffen, gehen da rein und da wieder raus. Ne? Also beispielsweise irgendein Mitarbeiter erzählt, dass er da und da im Urlaub hinfährt, dann nehme ich das zwar wahr, geht aber auf der anderen Seite leider sofort wieder raus, weil ich es nicht als relevant für meinen Arbeitsalltag empfinde. Da bin ich ganz froh, dass meine Frau mich da zwischendurch erdet wieder und unterstützt, weil die ist genau das Gegenteil. Die hat da einen ganz, ganz sensiblen Punkt, also eine Wahrnehmung dafür. Die hat ein fotografisches Gedächtnis und wenn ich mich mit ihr dann austausche, dann ist das eigentlich so die perfekte Kombination, dass ich da zwischendurch mal wieder quasi diese Punkte auch vor Augen geführt kriege. Ich habe aber diesen Fehler oder dieses Manko für mich erkannt. Also ich weiß, dass ich da nicht so sensibel für bin. Also habe ich versucht, das auszugleichen, indem ich Routinen geschaffen habe. Also wir haben hier im Unternehmen Guten feste Morgen sagen und so. Ja, so, das wäre ja noch schlimmer, wenn ich das sogar vergessen würde.
sondern es geht eher darum, dass ich versucht habe, Routinen zu schaffen, indem ich den Mitarbeitern das offen kommuniziert habe. Hey, ich bin da nicht so sensibel für. Tu mir bitte einen Gefallen, wenn dir was am Herzen liegt, lass uns bitte einen kurzfristigen Termin vereinbaren. Und ich sage dann, ich weiß, dass ich da auch sehr getaktet bin, ich sage dann dem Mitarbeiter, bitte buch dir einen Termin. Also das mache ich nicht, weil ich es nicht als wichtig empfinde, sondern für mich ist genau das der Punkt, dann ist es wichtig für mich. Zeit einräumen. Genau, weil ich dann mir ein Zeitfenster nehme, in der Zeit gehe ich nicht ans Telefon, in der Zeit ist nur meine Aufmerksamkeit auf diese Person, die mir gegenüber gerichtet ist, gesetzt und das hat für mich die höhere Priorität. Wenn du mit mir an der Kaffeemaschine unten ein Gespräch führen möchtest, das wird nicht sehr gut werden, weil ich dann meistens zwischen zwei Terminen irgendwie hin und her aste und versuche mal schnell irgendwie so die lebensnotwendigen Dinge zu erledigen. Aber wenn du meine volle Aufmerksamkeit haben möchtest, dann ist ein Termin dafür richtig. Das habe ich erkannt und so kommuniziere ich es auch nach außen. Finde ich total gut. In dem Zuge würde ich gerne mal noch das Stichwort, also ich habe mir so ein paar Stichworte einfach gemacht, Habitus-Sensibilität mit reinbringen. Also man sagt in der Pädagogik auch autonome Individuen, die wir alle sind. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, auch eben zum Beispiel im Verhandlungsgespräch oder mit dem Makler zu agieren. Man kennt das ja auch, Maklertypen sind ja auch alle komplett unterschiedlich. Und einfach zu schauen, wer ist denn vor mir? Also wirklich auch zu erfassen, so wie ich das im Unterricht machen muss oder wie es meine Aufgabe ist, um ein guter Lehrer zu sein, eben zu sehen, okay, wer ist denn heute gut drauf? Wer ist heute schlecht drauf? Warum ist diese Person schlecht drauf? Wenn ich doch weiß, sonst ist sie der Leistungsträger der Klasse vielleicht. Und einfach jeden zu erkennen, wo sind die Schwachstellen, wo ist ein Förderbedarf. Und diese Herausforderung hast du ja auch im Unternehmen, wo du eben jetzt sagst, was deine Coping-Strategien sind, um damit umzugehen. Aber ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass man auch das sehr bewusst wahrnehmen muss, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss. Solche typischen Sachen, wie du sie jetzt besprichst, du hast alles schon mal gemacht und holst dir Spezialisten ran, aber es ist wichtig, das Ganze bewusst zu machen, weshalb ich mich eben auch fürs Thema Kommunikation heute entschieden habe. Also je mehr wir über dieses Thema reden, umso geiler finde ich das Thema und es passt voll in den Bereich Immobilien und Investment. Also, weil ich würde direkt da eine Beispielsituation für rausgreifen, wo du genau den Kern der Sache mittriffst. Ich hatte in einem Mehrfamilienhaus einen Alkoholiker als Mieter drin, der so unangenehm war, dass er also ja zwischendurch in den Hausflur gepinkelt hat. Das hat halt das ganze Haus, ich sag mal, nicht nur verunreinigt in dieser Situation, sondern ja auch die anderen Mieter im Haus deutlich gestört. Und als ich mit diesem Mieter in die Kommunikation gegangen bin, das ist so ein klassischer Fall, wenn wir jetzt nach Bilderbuch oder nach Lehrbuch quasi gehen, Rechtsanwalt einschalten, mit dem vor Gericht ziehen und so weiter. Jeder, der in der Praxis aber so einen Fall schon mal mitbegleitet hat, der weiß, dass dieser Rechtsstreit ein ellenlanger Prozess ist, der sehr viel Energie verschwendet, Geld verschwendet und am Ende einen sehr langen Zeitraum ins Land gehen lässt, bis du deine Lösung gefunden hast, also bis du zu einem Ergebnis gekommen bist, wie auch immer das aussieht. Aber dazwischen liegen oft Monate, in denen ja das Haus weiter belästigt wird sozusagen. Und ich habe mit diesem Mieter kommuniziert. Ich bin zu ihm persönlich nach Hause gefahren, habe bei ihm geschellt und die Immobilie innen drin, es war klassische Messi-Wohnung. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war eine klassische Messi-Wohnung, so wie man sich die vorstellt. Bin ich da reingegangen und habe ganz freundlich und offen mit diesem Mieter gesprochen, der mir natürlich sofort erzählt hat, was alles in dieser Immobilie schlecht ist und warum ich denn so ein Verbrecher wäre, so eine Immobilie und sowas. Und da habe ich gesagt, Mensch, das tut mir aber total leid, dass Sie hier so wohnen müssen. Das ist ja wirklich dramatisch, wie das hier aussieht. Ne? Also ich bin nicht in die Konfrontation gegangen und habe mit ihm gegeneinander gekämpft, sondern ich habe versucht, mich in ihn reinzuversetzen und zu gucken, okay, wo ist denn genau seine Herausforderung gerade? Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und habe gesagt, Mensch, also so würde ich ja auch nicht wohnen wollen hier. Was ist denn Ihr Problem? Ja, das Badezimmer, das wäre total kaputt und man könnte die Dusche gar nicht richtig benutzen und er hätte gar nicht die Möglichkeit, da die Toilette vernünftig zu benutzen, weil das wäre ja alles kaputt und überall wird Wasser rauskommen und so. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er nicht umzieht. Also was ist denn, also so würde ich ja auch keinen Tag hier wohnen wollen. Das ist sein Lebensmittelpunkt. Was hindert ihn daran, umzuziehen? Und da hat er mir gesagt, dass aufgrund seiner finanziellen Situation er einfach nur kein Geld für den Umzug hat. Also jetzt als Investor wissen wir beide, das ist ein Klacks. Also dieses Problem zu lösen, ist überhaupt keine Herausforderung für jeden von uns. Ne? Für ihn ist das aber eine Mammutaufgabe, weil er einfach nicht die Infrastruktur und die Möglichkeiten hat, das zu lösen. Wäre ich vor Gericht gegangen,
Wäre das ein ellenlanger Prozess geworden, der mit Sicherheit Monate ins Land gehen lassen hätte und das Haus wäre weiter kaputt gegangen. Hier an der Stelle habe ich bis zum letzten Tag Miete bekommen. Das einzige Invest, was ich hatte, war die Entsorgung natürlich der Müllgeschichten, die dort in der Wohnung waren. Und ich musste einen Umzug organisieren. Aber wenn ich das in Summe zusammenrechne, ist das also deutlich interessanter gewesen und mit weniger Energieverschwendung verbunden gewesen, als einen Rechtsstreit einzugehen. Und da, glaube ich, kommt das, was du gerade angesprochen hast, mit deinen Fachwörtern, die ich nicht wiedergeben kann. Aber ich glaube, genau das kommt da zu Trage. Du hast ihn abgeholt halt einfach. Da, wo er steht. Ja, genau. Ja, richtig cool. Also es zeigt halt nochmal, wie wichtig dann in dem Moment das auch ist, dass da sensibel für zu sein, diese Habitus-Sensibilität, was ich gerade gesagt habe, zu sehen, wer steht vor einem, wo sind die Bedürfnisse, wo drückt es gerade und denjenigen dann abzuholen. Man kann das, glaube ich, mit einer einfachen Methode machen, die du gerade beschrieben hast, sich auf den Stuhl des anderen zu setzen, die Brille des anderen aufzusehen, sich in die Situation des anderen hineinversetzen und überlegen, was ist das Problem? Wo ist gerade die Herausforderung? Warum komme ich an dieser Stelle nicht weiter? Jetzt nochmal aus dem privaten Nähkästchen geplaudert. Wir hatten ja auch eine gemeinsame Schulzeit. Kannst du dich noch, damit wir es jetzt nicht ins Negative laufen lassen, an irgendeinen Lehrer erinnern, der dich besonders, also den du besonders gut fandst? Tatsächlich würde ich behaupten, waren das die Lehrer, ohne jetzt auch irgendwelche Namen zu nennen. Es gab die Lehrer, in deren Unterricht man besonders viel Spaß hatte. Tatsächlich diejenigen Lehrer, bei denen ich aber am meisten gelernt habe und am meisten hängen geblieben ist, die auch heute nachhaltig noch für, ich sag mal, Veränderungen in meinem Leben gesorgt haben, waren tatsächlich die strengen Lehrer. Also ich habe definitiv jemanden im Kopf, wo ich sofort sagen würde, der hat nachhaltig dafür gesorgt, dass sich mein Leben in die richtige Richtung entwickelt hat. Und dann gab es aber schon noch das Extrem, die Lehrer, die alles verbaut haben durch absolute Strenge, wo du dann einfach schon von Anfang an durch Angst oder was auch immer abgeschaltet hast. Kann wahrscheinlich jeder jetzt vorm Bildschirm auch mitmachen und sagen, okay, welcher Lehrer, Lehrerin hat mich besonders ambitioniert abgeholt und welche haben eher dafür gesorgt, dass ich gar keine Lust mehr hatte oder schon Angstzustände hatte. Wir sprechen heute eigentlich vom neuen Bildungssystem. Das heißt, es geht um Hierarchieabbau, Angstabbau, jeden Einzelnen zu fördern, eben da sensibel zu sein, zu sehen, wo ist ein Förderbedarf. In dem Zuge Humor ist ein ganz wichtiger Faktor, der im Unterricht einfließen soll. Passt auch zum Hierarchieabbau, also einfach so ein bisschen Angstfreiheit herrschen lassen. Ja, ich bin nicht der, der oben steht und du bist unten. Nürnberger Trichter, jeder kennt es wahrscheinlich so, Bücher oben rein, friss oder stirb. Wie würdest du sagen, schaffst du diesen Spagat in deinem Unternehmen zwischen eben genau, was du gesagt hast, einmal der Lehrer, der kein Hampelmann wird, nur weil er nur lustig ist, oder die Grenzen verschiebt und aufweicht, zwischen dem, der Angst fördert und eigentlich für die Mitarbeiter jetzt aufs Unternehmen bezogen gar nicht mehr so wirklich greifbar. Also das ist schon mal das Problem, vielleicht andersrum, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt habe ich es zu sehr aufweichen lassen und jetzt muss ich die Zügel wieder etwas strammer nehmen oder... Also du sprichst ja ein Thema an, was bei mir eine ganz große Rolle spielt, und zwar die Art und Weise der Unternehmenskultur, die wir hier leben. Weil tatsächlich würde ich behaupten, sind wir nicht der klassische Arbeitgeber. Also wir tracken keine Arbeitszeiten, keine Urlaubszeiten. Bewerbung geht raus. Wir sind da schon recht freundschaftlich auch unterwegs. Wir duzen uns alle. Das ist jetzt erstmal nichts Neues und ich glaube, mittlerweile kennt man solche Unternehmenskulturen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich mich irgendwann bewusst für die Art und Weise der Unternehmensführung entschieden habe, weil ich einen Großteil meines Lebens hier in der Firma verbringe und ich mich hier mit Menschen umgeben möchte, mit denen ich gut zurechtkomme, also mit denen ich auch auf freundschaftlicher Ebene den Alltag verbringen kann, weil das ist für mich erstmal als Unternehmer und als derjenige, dem dieses Unternehmen gehört, der wichtigste Anspruch gewesen. Ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht und ich darf damit sogar noch Geld verdienen. Dann ist es etwas, wo du nicht mehr nur wegen des Geldes hinterherrennst, sondern aus einer Passion heraus arbeitest. Das hört sich total, ich merke das gerade selber, aber... Nee, ist total wichtig, glaube ich, weil du hast ja, wie du schon sagst, das ist dein Lebensmittelpunkt. Ja, man verbringt unter Umständen mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause und auf dann geht es zu Hause doch noch manchmal weiter. Deswegen ist es total wichtig, dass du dich auch wohlfühlst und deine Mitarbeiter sich wohlfühlen, Mitarbeiterbindung, ja, und dass man einfach ein gutes Zusammenleben schafft.
Der Spagat ist da natürlich dann, das zu finden, dass man nicht zu freundschaftlich wird, weil es müssen am Ende des Tages immer noch Regeln bestehen, nach denen man das Unternehmen ja führt, weil das Ganze sonst in einem Riesenchaos ja enden würde. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man die Kommunikation den Mitarbeitern gegenüber so führt, dass man sagt, wir können gemeinsam Spaß haben. Und das sollen wir auch. Die Arbeit soll Spaß machen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Hütte brennt, dann erwarte ich auch, dass wir gemeinsam arbeiten. Also das heißt auch ergebnisorientiert arbeiten. Und deshalb, ich unterscheide da auch in der Kommunikation mit einem Mitarbeiter auf der einen Seite das Private und auf der anderen Seite die Arbeitsleistung. Also du kannst als Mitarbeiter, ich muss mit dir auch so reden können, dass ich dir sagen kann, das, was du da arbeitstechnisch gemacht hast, finde ich total kacke. Persönlich finde ich dich aber super. Das hat auch nichts mit dir als Person oder als Mensch zu tun. Aber das, was du jetzt hier als Arbeitsergebnis gerade abgeliefert hast, das ist halt einfach scheiße gewesen. Und aus dem und den Gründen. Also jetzt nicht einfach, ne, jemanden vom Kopf stoßen. Klar, du musst natürlich auch begründen, was da gelaufen ist. Aber diese Art von Kommunikation muss da herrschen können. Ne, weil ich musste ja trotzdem sagen können, auch wenn wir miteinander zusammen im Urlaub fahren, freundschaftlich befreundet sind, also uns auch am Wochenende treffen, muss ich dir aber trotzdem sagen können, was ich arbeitstechnisch kritisiere. Und das trenne ich. Also ich meine, frag vielleicht mal jemanden, der bei mir arbeitet, wie er das Ganze wahrnimmt. Aber ich würde sagen, dass wir damit eine Unternehmenskultur geschaffen haben, wo die Mitarbeiter gerne arbeiten und auch freiwillig am Wochenende zum Beispiel Besichtigungen machen, haben wir jetzt noch gehabt, ein dualer Student von uns, der am Wochenende freiwillig eine Objektbesichtigung gemacht hat, obwohl das eigentlich nicht zu seiner Arbeitszeit gehört. Ne? Aber das ist etwas, das war für ihn überhaupt gar keine Kommunikationsnotwendigkeit, also dass er gesagt hat, Mensch, ich muss jetzt aber am Wochenende, sondern es war selbstverständlich, weil er aber auf der anderen Seite ja auch die Freiheiten hat, sich das an anderer Stelle wiederzuholen. Okay, das bringt mich eigentlich schon zu meinem letzten Punkt. Ein Wort, was ich im Studium gehört habe, was mich total geflasht hat, von meiner Einstellung her, ist Ambiguitätstoleranz. Kannst du das nochmal langsam sagen? Ambiguitätstoleranz. Okay, habe ich noch nie gehört. Also, wenn ich jetzt eine 6 auf dem Boden male hier zwischen uns, dann sehe ich die 6. Wenn ich dich frage, sagst du, es ist die 9. So, und beide haben eigentlich recht. Man müsste nur mal die Rollen tauschen, womit wir wieder bei dem alten Prinzip wären. Aber ich muss auch in dem Moment einfach mal aushalten, also Ambiguität im Englischen eigentlich viel schöner übersetzt, so mit Mehrdimensionalität. Es gibt einfach mehrere Ansichten. So, wenn ich jetzt sagen würde, die Erde ist eine Scheibe, dann würdest du sagen, nee, dann könntest du dagegen halten. Mit welchen Informationen auch immer und warum, ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir jetzt einfach dahingestellt. Ja? Aber du müsstest dagegen halten oder du nimmst es mal an und sagst, okay, an dem Punkt entscheide ich mich einfach mal, ja, wir stimmen zu, dass wir uns nicht zustimmen. Wie gehst du jetzt in dem Punkt, es gibt ja verschiedene Facetten, wie man das ausleben kann, aber ich möchte gerne nochmal auf diesen Generationskonflikt hin. Wir beide sind nahezu gleich alt und ich empfinde das heute schon so in der Schule, dass ich das Gefühl habe, wir waren so eine Generation, okay, da gab es immer noch auch Ambitionierte und wir haben Bock und machen und das ist heute immer schwieriger, dieses Feuer in den Schülerinnen und Schülern zu wecken. Sagst du, du bist selber betroffen vom Generationskonflikt, dass du manchmal merkst, boah, das ist gar nicht meine innere Haltung, sondern, aber ich muss trotzdem damit leben. Work-Life-Balance, ja, ich möchte. Kannst jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also vielleicht auf den ersten Teil bezogen. Ich hatte gerade eine Verhandlungssituation tatsächlich, also mit einem Kunden, wo ein Wirtschaftsprüfer involviert war. Und der Wirtschaftsprüfer und ich hatten komplett andere Ansichten von der Abwicklung innerhalb einer Bank, also wie da eine Finanzierungsanfrage abläuft. Und wir haben gegeneinander gesprochen. Der Kunde, um den es eigentlich geht, saß als Unbeteiligter dabei und der Wirtschaftsprüfer und ich haben gegeneinander argumentiert. Wir hatten unterschiedliche Ansichten zu der Abarbeitung. Und dann, also weil das passt gerade so gut dazu, deswegen würde ich das gerne erzählen. Ja, klar. Da habe ich zu dem Wirtschaftsprüfer gesagt, also ich glaube, ich merke, wir haben hier ganz unterschiedliche fachliche Meinungen zu dem Thema. Ich würde das jetzt einfach als gegeben so hinnehmen und wir machen einen Haken dahinter und gucken jetzt, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Das ist so ein gern genommener Spruch von mir. Wir wollen jetzt das Problem des Kunden lösen und lassen Sie uns jetzt nicht darüber diskutieren, wer von uns beiden recht hat, sondern wie können wir jetzt weiter agieren. Und ich glaube, das ist ein sympathischer Weg, um auch deine, ja, also deine Fachkompetenz nicht
kaputt zu machen, weil auf der einen Seite, jeder muss sein Gesicht wahren können. Ich hätte ihn jetzt fachlich denunzieren können, indem ich sage, nein, guck mal, hier habe ich die Nachweise, das ist nicht so, wie du sagst. Das hätte mir aber nichts gebracht. Ich habe keinen Mehrwert dadurch. Also ich kann in dieser Fahndungssituation ihn dann sein Gesicht verlieren lassen und danach habe ich ihn als Feind auf meiner Seite. Auf der anderen Seite will ich aber natürlich auch nicht eingestehen, dass das, was er jetzt sagt, richtig ist, weil ich weiß ja, dass es falsch ist. Wenn ich jetzt aber dann nachgeben würde und sagen würde, ja, Sie haben recht, dann stelle ich ja meine fachliche Kompetenz nach unten. Mhm. Also habe ich diesen ganzen Weg umgangen, indem ich gesagt habe, okay, ich merke, wir haben da beide fachlich andere Meinungen. Ist aber nicht schlimm, wir machen da einfach einen Haken dran. Wir kümmern uns jetzt darum, die Kuh gemeinsam vom Eis zu kriegen. Ist er mitgegangen? Er ist mitgegangen, okay. Ja. Also wir haben tatsächlich, das war ja in dieser Konstellation mit dem Kunden auch, und der Kunde hat das auch, also glaube ich, gar nicht so negativ aufgenommen. Für mich war das so eine Situation, in mir drin hat es gebrodelt, weil gerade wenn wir uns fachlich betteln, dann habe ich so diesen Drang, ich weiß ja, was ich kann und das möchte ich eigentlich auch gerne raushauen. Aber wie gesagt, hätte mir in dieser Verhandlungssituation überhaupt nichts gebracht. Mhm. Also lieber kommen, wir sind gemeinsam, Schulterschluss, ne? Wir beide gemeinsam gegen den Rest und wir gucken jetzt, wie wir gemeinsam die Kuh vom Eis kriegen. Also ich glaube, das wollte ich nur noch mal eben zu dem ersten Teil deiner Frage mit reinbringen. Ja, sehr schön, um energetisch da auch weiter zur Lösung zu kommen, ne? Also ja, wieder so eine typische Verhandlungssituation, wo Kommunikation entweder alles bedeuten kann, also dass du gemeinsam einen Weg findest, oder wieder gegeneinander arbeiten und du kannst die Herausforderung nicht lösen, die du da jetzt gerade vor der Brust hast. Also bringt dir nichts. Und das kannst du jetzt auf Verhandlungssituationen, genauso im Immobilienbereich, auf jeden einzelnen Punkt, den wir da haben, also Kaufprozess, Vermietungssituation, Neuvermietung oder auch jemanden aus dem Mietvertrag heraus entlassen, Wohnungsübergabe, all diese Punkte, da sind ja immer wieder Kommunikationsmittel, wo du dich auf die Situation des anderen einstellen musst und du kannst dich immer dafür entscheiden, wir beide sind jetzt in der Konfrontation oder wir suchen eine gemeinsame Lösung. Und tatsächlich ist das für mich einer der Erfolgsbringer, dass ich eher so gepolt bin, eine Lösung zu finden und diesen Rechtsstreit, sage ich jetzt mal, wo du ganz klar gegeneinander verkeilt unterwegs bist, dem eigentlich weitestgehend erstmal aus dem Weg zu gehen, weil man schneller zu einer Lösung kommt. Ich fand's total cool, möchte das Ganze jetzt noch einmal abschließen, eben nochmal mit dem Stichwort Bildungskapital, genau. Mhm. Gerade die heranwachsende Generation, um den Generationskonflikt mit aufzunehmen. Was würdest du jetzt als erfolgreicher Jungunternehmer den Leuten mit an die Hand geben? Muss jetzt gar nicht zum Thema Kommunikation sein, aber wie schafft man es, Ziele zu erreichen und seine eigenen Ziele? Die sind ja wirklich unterschiedlich von den Schülerinnen und Schülern oder Heranwachsenden, was die für Ziele auch immer haben. Wie erreiche ich meine Ziele? Boah, also allein dazu könnte ich auch schon wieder so viel erzählen. Aber das ist die Herausforderung, das kurz zu machen, prägnant. Ja. Also gib denen das an die Hand. Also tatsächlich habe ich in den letzten Jahren ganz viel lernen dürfen zu diesem Thema, weil Ziele erreichen war schon immer mein Antreiber. Also es war auch so, dass als ich meine Frau kennengelernt habe, als wir quasi zusammengekommen sind, habe ich ihr von meinen Zielen berichtet und habe ihr gesagt, pass auf, wenn du damit leben kannst, wenn das für dich vereinbar ist mit mir, dann bin ich der richtige Partner für dich. Wenn nicht, dann können wir leider nicht zusammen sein, weil meine Ziele haben oberste Priorität. Ja. Also warum ich das jetzt erzähle ist, ich war schon immer sehr zielorientiert getrieben und es gibt dieses Stärkenprofil. Zielerreichung ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Deswegen hat das in meinem Leben auch eine sehr hohe Priorität. Und ich habe versucht, für mich da eine Kultur zu entwickeln, wie ich regelmäßig Zielkontrolle auch machen kann. Und also ich versuche jetzt, das Ganze kurz zu halten. In der Vergangenheit habe ich das gemacht, indem ich einmal im Jahr mich hingesetzt habe, Vision Board, Ziele niedergeschrieben und dann wirklich Aufkleber, also damals ganz, also wenn wir jetzt nur mal über das Thema Geld sprechen, ich habe mir eine Musterabrechnung damals mal ausgedruckt, habe die neben meinem Bett gelegt, dass ich da jeden Tag drauf gucke und so, das kennt man vielleicht auch, solche Dinge, aber so ein Vision Board finde ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut, also das heißt ein Reißbrett im Prinzip, wo alle Ziele und Wünsche drauf gepinnt werden, damit man sich jedes Mal, jeden Tag wieder daran erinnert, wo sind denn eigentlich meine Ziele. Damit habe ich angefangen und ich würde auch behaupten, dass das erstmal schon mal besser ist, als gar nichts zu machen.
Weil nur wenn man die Dinge schriftlich fixiert oder sie bildhaft fixiert, dann werden sie auch eingeprägt. Ne? Also man sagt ja das Gesetz der Anziehung, was dahinter steckt. Ne? Wenn ich meine Energie auf etwas fokussiere, dann ziehe ich das irgendwann auch an. Da glaube ich ganz fest dran. Also das ist schon auch so ein bisschen mein Mantra, was ich da so habe. Ich habe dann für mich aber noch einen Erfolgsbringer mit zwischen gebaut, der ja einfach dafür gesorgt hat, dass ich meine Ziele eher erreicht habe. Und zwar habe ich in der Vergangenheit einmal im Jahr mich hingesetzt und habe meine Ziele fürs nächste Jahr fixiert und dann gesagt, alles klar, das und das muss ich jetzt erreichen. Mittlerweile mache ich es so, dass ich mich einmal im Jahr hinsetze, meine Ziele aufschreibe und das in Zwischenziele unterteile. Also das heißt, das große Ziel in kleine Ziele aufbrösel und mir dann Timelines setze, zu wann ich diese Ziele erreichen möchte. Mhm. Und jetzt kommt's, das hört sich kompliziert an, ist aber auch mit einem kleinen Zeitaufwand realisierbar. Also man muss dann Timelines setzen und sich selber an diesen Timelines quasi dazu verpflichten und sagen, okay, jetzt gucke ich mir nochmal mein großes ganzes Ziel an, bin ich jetzt gerade auf Spur? Das, was ich jetzt hier täglich gerade mache, sorgt das dafür, dass ich mein Ziel erreiche, was ich da erreichen möchte? Weil das sind meine Erfahrungswerte. Ich habe in der Vergangenheit dann oft mein großes Ziel gehabt. Dann kam der Alltag und dann hat der Alltag dich ganz schnell wieder eingeholt. Und am Ende des Jahres hast du da gesessen und hast dir gedacht, ey, das war doch mein Ziel. Scheiße, habe ich gar nicht erreicht, weil ich einfach meinen Fokus darauf verloren habe. Mhm. Und das jetzt noch abschließend dazu, weil ich merke, ich könnte da ganz viel zu erzählen. Das jetzt auf das Immobilienthema nochmal runtergebrochen. Auch ein Punkt, über den wir beide schon miteinander gesprochen haben. Ich finde, auch da sollte man sich Ziele setzen. Und Ziele können unterschiedlicher Art und Weise sein, ob es die Anzahl der Einheiten, Anzahl der Mieteinnahmen oder sonst etwas ist. Aber man sollte sich Ziele setzen und das in kleine Teile runterbrechen. Und auch wenn es der Kauf der ersten Immobilie ist, auch das ist ein Ziel, das man runterbrechen kann. Welche Schritte sind denn notwendig, um die erste Immobilie zu kaufen? Eigenkapital besorgen für den ersten Deal. Ich muss mit einer Bank gesprochen haben. Ich brauche das perfekte Objekt. Ich muss so und so viel Besichtigungen gemacht haben. Ich muss ein Netzwerk aufbauen an Handwerkern. Also man kann auch den Kauf der ersten Immobilie auf ganz viele Zwischenziele runterbrechen und dann im Prinzip daran arbeiten, bis wann will ich denn mein Eigenkapital angespart haben? Bis wann möchte ich denn mindestens 10 Besichtigungen gemacht haben? Bis wann habe ich denn die ersten 5 Handwerker mal kontaktiert und habe mich mit denen ausgetauscht, zu welchen Konditionen die arbeiten können? Also, und deine eigene Belohnung resultiert aus dem Erreichen der Ziele, der kleinen Ziele. Mhm. Step geschafft, Haken hinter, geil. Also das Befriedigungsgefühl, was du da meinst, ist genau das. Also mich treibt es mehr, also ich hätte früher, hättest du mich da angesprochen, hätte ich gesagt, Geld ist mein Antreiber. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Sondern ich habe mittlerweile erkannt, dass mein Antreiber eigentlich Zielerreichungen sind. Und das Ziel kann überhaupt nichts mit Geld zu tun haben, sondern das Ziel kann zum Beispiel auch ein Projekt sein. Ich habe jetzt vor, das und das zu machen und ich habe das in Zwischenziele unterteilt und jedes Mal, also vielleicht kennst du dieses Gefühl, eine Checkliste und du machst einen Haken dran. Mhm. Und dieses Gefühl, den Haken zu setzen, das sorgt bei mir für Befriedigung. Alle Unterlagen für eine Baufinanzierung. Mega. Genau. Ja, das sind die Sachen, wo du dann auf einmal deinen Erfolg rausziehst, ne? Oder die nächste Finanzierung ist durch für den Kunden beispielsweise, weil der Kunde jetzt in das Objekt einziehen kann. Genau dieser Moment sozusagen, das ist das, was dieses Glücksgefühl auslöst. Cool. Also nochmal, ich bin auch kein Spezialist in dem Sinne, dass ich jetzt sagen kann, ich könnte mich mit irgendwelchen Fortbildungen großartig rühmen, was Kommunikation angeht. Aber ich habe es mir einfach zum Ziel gesetzt, auch die Schülerschaft immer wieder zu erreichen und fand es deswegen total interessant, wie du zu dem Thema stehst und wollte das gerne mal mit dir aufbereiten und hoffe, dass die Zuhörerschaft eben trotzdem auch was mitnehmen konnte, dass es nicht langweilig war an der einen oder anderen Stelle durch vielleicht irgendwelche Fachterminis. Aber ich finde, das ist ja auch schon wieder ein Teil an Bildung und jeder konnte sich wahrscheinlich seinen Teil davon mitnehmen. Mhm. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Ich danke dir. Also ich möchte dir eher danken. Ich bin total gespannt gewesen, wie das Ganze hier heute ablaufen wird, weil ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was für Themen du mitgebracht hast. Ich wusste, dass es irgendwas mit Immobilien zu tun haben wird und ich weiß, dass wir beide uns gut die Bälle hin und her spielen können, also ohne, dass man großartig vorbereitet ist, auch so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich möchte aber trotzdem Danke sagen, weil ich glaube, dass das Thema gar nicht so weit am Thema vorbei war, Immobilien und Investment, sondern eigentlich der Grundstein des Ganzen ist, weil es gibt auf der einen Seite die fachlichen Themen, also wie rechnet sich die Immobilienrendite und so weiter, wie passen diese Bausteine zusammen. Das alles bringt aber nichts, wenn man nicht kommunizieren kann,
weil man wird keinen Deal abschließen, man wird mit den Mietern immer in Konfrontation gehen und so weiter. Also alle diese Themen, die eigentlich auch elementar notwendig sind, um überhaupt einen guten Deal abschließen zu können, hast du heute mit dieser Podcast-Folge, finde ich, exakt auf den Punkt gebracht. Und ich werde auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge nochmal ein Buch empfehlen, was sich auf das Thema Verhandlungen beschränkt, was nochmal ganz viele Facetten, die wir heute besprochen haben, zusammenfasst. Also ich habe das direkt im Kopf gehabt, als wir heute angefangen haben, hier darüber zu sprechen. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken. Und ich wäre mega dankbar, wenn ihr vielleicht in die Kommentare einmal mit reinschreibt, was eure Erfahrungswerte zum Thema Kommunikation sind. Weil ich glaube, da können wir auch nochmal eine Menge rausziehen. Nils wird mit Sicherheit auch als Kommentator dann unter dem YouTube-Video seinen fachlichen Kommentar dazu noch abgeben. Und von meiner Seite aus natürlich auch. Also mich interessiert es unbedingt, was da eure Erfahrungswerte sind. Oder habt ihr noch eine spannende Story, die ihr mit euren Mietern oder mit dem Verkäufer einer Immobilie erlebt habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schreibt das Ganze gerne in die Kommentare. Und wer Bock hat auf noch einen philosophischen Podcast? Unbedingt Bescheid sagen, dann nehmen wir sowas gerne nochmal auf. Vielen, vielen Dank, Nils, für deine Zeit. Ich danke dir.